Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Verkehrsminister. Die AfD will eine rationale, seriöse Verkehrspolitik gestalten. Das, was gerade hier in unserem Land passiert, ist genau das Gegenteil davon. Sie vermitteln den Bürgern das Gefühl, wir leben in einer dreckigen Umgebung mit lebensgefährlichen Feinstaub und Stickoxiden. Fast neuwertige Dieselfahrzeuge haben drastische Wertverluste erlitten und sind von Fahrverboten bedroht. Wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Die Europäische Union hat vor circa 20 Jahren Grenzwerte für Schadstoffe definiert. Diese Grenzwerte wurden begründet mit Studien, die aus den 90er Jahren stammen. Im Verhältnis zu den damals gemessenen Werten in Mailand oder Rom von weit über 130 Mikrogramm Stickoxid ist Stuttgart im Jahr 2017 ein Luftkurort. 20 Jahre hatten Sie Zeit, die Studien und die Grenzwerte zu hinterfragen. Sie hätten auch die Abgasnormen der Fahrzeuge auf US-Niveau ändern können. Nichts haben Sie getan. Stattdessen setzen Sie hunderte Millionen Euro Steuergeld für ein Sofortprogramm ein, das man als heiße Luft bezeichnen kann. Taxis, Pflegedienste, Paketdienste und Busse sollen elektrifiziert werden. Kennen Sie eigentlich die Studien des Landesumweltamts Baden-Württemberg, welche die Wirksamkeit dieser Maßnahmen bewertet hat? Diese Studien bescheinigen den Maßnahmen einen vernachlässigbaren Effekt auf Luftschadstoffe. Fahrverbote und ihre Placebo-Maßnahmen werden die Luftqualität nur marginal verbessern, aber einen gigantischen Schaden für unsere Volkswirtschaft anrichten. Eine weitere aktuelle EU-Gesetzesvorlage, der alle Fraktionen in diesem Haus zugestimmt haben, außer unserer, wird unser Leben in den nächsten Jahren einschneidend verändern. Diese aktuelle Vorlage der EU fordert ab 2021 eine Einhaltung des durchschnittlichen Verbrauchs für Pkw von 4,1 Liter Benzin pro 100 Kilometer. Wenn Sie glauben, dass es möglich ist, mit einer Mittelklasse-Limousine in einem realitätsnahen Verbrauchstest 4,1 Liter pro 100 Kilometer zu erreichen, sollten Sie mal wieder Ihr eigenes Auto nehmen und nicht den Fahrdienst. Für eine typische Mittelklasse-Limousine sind dann 4.000 Euro Strafzahlung fällig. Offensichtlich glauben einige hier, man müsse nur die Gesetze ändern und zack, sinkt der Verbrauch. Die Gesetze der Thermodynamik kann man mit demokratischen Mehrheiten nicht ändern. Weil wir diese utopischen Ziele mit Verbrennungsmotoren nicht erreichen werden, werden jetzt Elektroautos gehypt. Glauben Sie ernsthaft, Elektroautos verursachen weniger CO2? Wo kommt der Strom für die Elektroautos eigentlich her? Ich kenne keine Ausbaupläne der Stromerzeugung, die absehbar dazu führen, dass wir einen CO2-freien Strommix in Deutschland haben. Genauso wie bei den utopisch niedrigen Stickoxidgrenzwerten haben Sie auch bei der CO2-Vorgabe die technische Machbarkeit nicht berücksichtigt. Statt vernünftige Rahmenbedingungen zu setzen, stolpern Sie von der Fahrverbote-Diskussion für Dieselfahrzeuge in das CO2-Grenzwerte-Desaster. Zu der Verkehrspolitik eines modernen Industriestaats gehört es, dass wirtschaftliche sowie freiheitlich-individuelle Interessen als auch Umweltschutzbelange austariert werden. Dafür steht die AfD. Offenbar sind wir da die Einzigen hier in Deutschland. Vielen Dank.